Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir am Bindenstock. Heute mit dem Thema Tenkara. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr die Tenkara Special Jungle Gok bindet. Haken ist ein Moruto in Grösse 10. Den habe ich gerne, weil er schön schwer ist und Tenkara soll ja ein bisschen absinken. Und ich fange an mit dem Pinsel in Orange und forme gerade das erste Mal den Tag, weil das am einfachsten geht, gerade so zu Beginn. Und forme da hinten gerade mal einen kleinen Tag. Und nehme dann ein schwarzes Unisreed binde das da ab und starte dann eigentlich mit der Grundwicklung. Und zwar ist jetzt wichtig bei der Tenkara, dass er da vorne ein Köpfchen aufbaut. Damit ihr dann die Federn auch schön nach vorne legen könnt, dass die wie eine Führung bekommen. So, das sollte etwa langen. Damit die Federn, die ihr hier habt, damit die durch das Köpfchen eine schöne Führung nach vorne bekommen. Dann nehmen wir einen Jungle Gok Balk und aus dem Jungle Gok Balk hat es da zwischendrin die Federn, von denen nehmen wir eine raus und tun alles, was flauschig ist, da abreißen. Und dann das Ganze ein bisschen nach hinten nehmen. So. Und jetzt müsst ihr schauen, ihr wollt ja die Frontseite nach vorne. Also bindet man die auch so ein, dass wir dann mit dieser Frontseite nach vorne kommen. Und bindet die da fest. Das Rest könnt ihr abschneiden. So. Und jetzt müssen die alle dann ein bisschen nach vorne schauen. Da könnt ihr ein bisschen den Weg biegen. Und dann bei den Windungen darauf schauen, dass die dann euch wirklich schön nach vorne stehen. Wenn euch dann ein paar einzelne Fibern nach hinten gehen, ist das nicht so schlimm. Die könnt ihr nachher noch vorne nehmen. Aber dass ihr darauf schaut, dass der grösste Teil da schon schön nach vorne schaut. Es ist ein bisschen tricky, wenn man es das erste Mal macht. Aber es geht. Jetzt habt ihr hier einen schönen Schirm da vorne. Könnt ihr das gut abbinden. Und den Rest abschneiden. Dann ist es am einfachsten, wenn ihr gerade schon an dieser Stelle seid. Die ein bisschen nach vorne nehmen und da gerade mal nochmal ein Bödeli aufbauen,
dass euch die dann wirklich schön nach vorne abstehen. So. Geht hinterher. So fixiert ihr dann auch gerade nochmal das Tinsel. Bis etwa hier. Weil wir wollen ja einen kleinen Tag. Und dann nehmen wir aus einer Schwanenschwungfeder eine einzelne Fiber raus. Und binden die da hinten ein. Egal. So, und dann nehme ich, um den Körper zu formen, mache ich da vorne mal gerade schnell mit dem Whip-Finisher eine feine Fixierung, das muss noch nicht heben, dass euch der Faden nicht im Weg kommt. Und forme dann mit dem schwarzen Floß das Körperli. Warum mit einem schwarzen Floß? Weil er erstmal schneller sind und ihr könnt einfach viel schöneres Körperli formen. So. Es darf ruhig ein bisschen dick sein, ist ja ein Flügel, der muss absinken. Ja, voilà. Und binde dann das Floß da vorne gerade wieder mit dem Bindefaden ab. Das geht gerade ein. So. Dann nehmen wir die Schwanenschwungfeder, binden da eine feine Rippe ein. Und fixieren die da vorne. Wenn ihr so weit seid, nehmt ihr wieder euren Dschungelgockbalg und nehmt von da unten zwei solche Spiegelfederli, möglichst gleichmäßig, also zwei möglichst gleichmäßige Federli, und am besten spannen ihr die in so eine Hechelklemme ein und dünnt da die Fiberli nach hinten nehmen, und dann könnt ihr die nämlich relativ gut abzupfen. Das sieht dann so aus. Und bindet dann das Spiegeli da hinten ein. Ja, und auf der anderen Seite das Gleiche. Darum schauen, dass ihr zwei möglichst gleichmäßige habt.
und fixiere die nach vorne. So. Die vorigen Stößchen könnt ihr abschneiden. So. Dann nehmen wir die Pfauenaugfeder und nehmen aus dieser eine einzelne Fibern raus. Und bindet die da nach hinten ein. Und wickelt die nach vorne ein paar Mal da rundherum. Und spätestens dann habt ihr dann auch die letzten Jungle Gog Fibern, die nach vorne schauen. Bindet die hier schön ab. So. Und dann könnt ihr auch bereits mit dem Whip Finisher das da vorne vorsichtig abbinden. Und den restlichen Faden abschneiden. So. Und dann nehme ich jeweils von einem normalen Laufzapfen so ein Röhrchen raus und stelle die da noch ein bisschen schön auf. Und jetzt seht ihr auch, was die Fliege dann macht unter Wasser. Die soll dann so spielen mit diesen Fibern. Und schon habt ihr eine wunderschöne Tenkara Special Jungle Gog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachbinden. Vielen Dank fürs Hineinschauen und bis bald.